So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Arena Action mit unserem Kollegen Melty. Nachdem wir ein paar Matches mit zusammen gemacht haben, haben wir uns ein bisschen connected und jetzt ist er sozusagen mein 2 vs 2 Buddy geworden. Ich freue mich drauf. Der Typ macht ja wirklich einiges an Schaden, wenn man die letzten Folgen so gesehen hat. Ich bin gespannt, wie es dieses Mal laufen wird. Wir spielen mal gegen etwas anderes als das, was wir sonst immer spielen, immer so Heiler und DD. Wir spielen gegen einen Meuchelschurken, gegen einen Frostmagier, wenn ich das richtig sehe. Ich denke mal, unsere besten Chancen auf Sieg sind erstmal den Magier wegzufokussieren, weil den Schurken können wir sowieso erstmal nicht fokussieren, da er unsichtbar ist. Somit bleibt unsere beste Hoffnung, auf den Magier zu gehen, der sowieso ziemlich wenig Leben hat. Ne? Also, wenn wir ihn theoretisch ausschalten, ja gut, ich spare mir sogar das Ding hier. Die Unsichtbarkeit, es wäre jetzt dumm, wenn ich jetzt hier meine ganzen Trumpfärmelkarten ziehen würde, ohne wirklich irgendeinen gewissen Schaden gemacht zu haben. Ich hoffe, er kommt da klar. Er kriegt einiges an Schaden, fällt mir gerade so auf. Der Schurke haut ihn ordentlich ein. Ich muss da ein bisschen die Bremse ziehen. Kann ich ihm helfen? Jo, ich kann ihn auf jeden Fall dann noch irgendwie raushelfen. So, tot. Stun setzen. Genau, schön auf Achse halten. Melty muss ich mal eben hier so einen rüberwerfen. Come on, Baby. Oh nein, er ist tot. Oder nicht? Der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Jetzt ist er tot. Aber ich hab das, Bratani. Ich hab das. Das sollte kein Problem sein. Wir haben noch genug Leben. Er wird mich zwar attackieren, aber meine Gifte werden ihn am Ende noch zerstören. Was? Ich hab ihn noch nicht mal gekillt, sondern er hat ihn gekillt mit seinen Debuffs. Krasser Boy, Alter. Krasser Boy. Aber ja, das war schon unser erster Einstiegskampf. Wir sehen uns dann in unseren anderen Kämpfen wieder. Und da sind wir auch schon wieder im zweiten Match gegen einen Meuchelschurken und einen Heilermonk. Oh, und gerade auch noch diese Map, Arena von Dalaran, das ist ja immer so eine Map, da tanzen so viele Heiler um den heißen Brei herum. Also gerade die Boxen hier geben sehr viel Fläche, dass die Kollegen hier einfach so rumtänzeln können und uns die ganze Zeit juken bis zum geht nicht mehr. Es ist scheiße, es ist scheiße, es ist keine schöne Map, ich mag sie persönlich nicht, aber uns bleibt da jetzt nichts anderes übrig, als so ein bisschen durchzukommen. Ich muss auf den Heiler gehen, wie gesagt, der Heiler ist mit das Essentielle an der ganzen Geschichte. Wenn ich da jetzt die ganze Zeit nur auf den Schurken gehe, das bringt mir nichts. Also ich helfe, damit ist niemandem geholfen. Wenn ich den Heiler vielleicht ein bisschen in Schach halten kann, solange bis der Kollege irgendwie groß gefährlich werden kann, dann haben wir vielleicht eine Chance. Gerade die ganzen Pyroschläge hier. Ah, Desorientiertheit. Ja, und dann kommt diese ganze Kacke. Das ist so der Grund, warum ich Mönche einfach überhaupt nicht leiden kann. Das ist einfach eine nervige Klasse. Und macht gar keinen Spaß. Muss man einfach sagen, wie es ist. Es macht gar keinen Spaß. Laufen einfach nur weg. Genauso wie Schaman. Das ist, und gerade mit, wie ich jetzt schon erwähnt hatte, diese Kombination aus dieser Kack-Map. Das ist wirklich so die Map, die es ausmacht. Das ist einfach nur abgefuckte Scheiße. Wenn wir ihn jetzt endlich mal zerstören würden, würde es mir um einiges lieb tun. Aber er ist wenigstens tot. Feuerball und er ist auch tot. Cool. So, also. Ich würde mal sagen, eine ausgeglichene 1:1 Schurkenpartie. Oder? Könnte man das so vermuten? Yo. Mit Gegenschlägen. Oh, ich bin mal gespannt. Prinzipiell habe ich noch ein paar gute Äste im Ärmel, um mich da so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Ausweichbarkeit, ein Schild, den habe ich auch noch nicht gezündet. Mal gucken. Jetzt, oh, nicht mal getroffen. Ja, super. Gucken, 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 gucken. Sie heilt sich ja auf. Ich kann da nicht großartig viel machen dagegen, außer, ja, noch durchhalten so. Come on, come on. Gib ihn, baller los, Bruder. Nein! Oh, ich hätte ihn vielleicht da unten runterspringen lassen sollen und dann warten müssen, bis mein Nierenhieb wieder da gewesen wäre. Oh, wie wichtig war dieser eine Nierenhieb, um ihn da festzunageln. Na, aber gut. Man kann ja schließlich, wie gesagt, nicht immer gewinnen. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So, da sind wir wieder. Nach der kleinen Niederlage gegen den Monk spielen wir diesmal gegen einen Druidenheiler und einen Furorkrieger. Ich denke mal, wir werden, so wie wir es die letzten Male auch gemacht haben, als erstes den Furorkrieger fokussieren. Der macht halt nur mal fetten Schaden. Da kann man halt sagen, was man will. Deswegen sollten wir da vielleicht als erstes auf ihn gehen, ihn sofort runterhauen. Wir haben es ja schon mal festgestellt. Es ist halt... Oh, er zündet das jetzt schon? Gewagt, Bruder. Gewagt. Das wird auf jeden Fall ein paar Pyroschläge für dich auf die Fresse geben. Nicht von mir, aber immerhin. Du kriegst Pyroschläge, Bratani. Ibrahimovici. Ja, da kann ich nicht viel machen. Das muss ich jetzt aussetzen.
Das muss ich auf jeden Fall aussetzen. Ein Stun rein, das war's. Das heißt, er kann nichts mehr casten. Kollege, ohne Heiler bist du nur noch halb so viel wert. Und hat schon aufgegeben. Nice. Oh nein, gar nicht. Er hat ihn einfach mit einem Pyroschlag komplett die Fresse poliert. Kranker Dude. Wie gesagt, das ist echt ein kranker Dude, was Schaden angeht. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Geht's, Leute. Wir spielen gegen einen Heiler-Druiden und einen, ja, einen Hexenmeister. Habe ich auch schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Müsste theoretisch in unserer Hand liegen, weil im PvP sind ja Hexenmeister unsere Leibspeisen, die wir ja gerne verprügeln. Die haben aber den Vorteil, dass sie erstens Gesundheitssteine haben und zweitens noch ein Portal haben. Es wird also nicht so einfach, wie ich es mir gerne erhoffe, weil wir mit sehr viel Gegenwehr rechnen müssen. Das ist halt leider ein Fakt, mit dem ich mich so fürs Erste abfinden muss. Okay, der Stun geht durch. Ich werde entsetzt. Alles klar. Gut. Yo, ein doppeltes Entsetzen. Das kann ich aber einigermaßen auskontern. Rüber zu ihm. Wieder ein bisschen Damage. Unterbrechen. Damagen, 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 damage, 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 damage. Wir brauchen mehr Damage. Wir brauchen mehr Damage. Damage. Oh, wenn ich... yo. Das hat er noch unterbrochen. Sauberer Boy. Das ist auf jeden Fall krasser, als ich es mir erhofft hatte. Also momentan ziehe ich nicht so viel Schaden ein, aber ja, gut. Er wird auch die ganze Zeit wieder aufgeheilt. Momentan geht unsere Rechnung noch nicht so richtig auf, wie ich es mir wünschen würde. Und der Magier... Ja gut, es ist momentan ja eher so, ich kriege momentan mein Fett weg. Wird am meisten noch fokussiert. Der Heiler muss sich wirklich mehr damit beschäftigen zu heilen, als wirklich großartig Schaden zu machen. Aber irgendwann werde ich fallen. Irgendwann werde ich halt mal zu Fall gebracht werden. Also, ja, jetzt bin ich noch entsetzt. Ich muss außerdem so machen. Und jetzt den Hexenmeister nochmal fokussieren. Pyroschlag kommt rein. Komm schon, Junge. Diesmal müssen wir ihn doch kriegen hier. Ich hab nicht mehr allzu viel. Okay, cool. Ja, sowas, die Kacke, die ihr macht, kann ich auch. Jetzt, wo er halt nämlich gestorben ist, kann ich mich erstmal zurückziehen und... Ja, okay, sie haben aufgegeben. Kranker Scheiß. Also hätte sich das noch weiter in die Länge gezogen, glaube ich, hätte er uns noch geholt. Da war auf jeden Fall der nötige Damage noch da, um die ganze Barrikade zu Fall zu bringen. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. So, da sind wir wieder. Nach einer kleinen Pause spielen wir jetzt gegen einen Heiler-Druiden und einen Meuchelschurken. Wir versuchen natürlich wie immer bei Druiden-Heilern direkt auf den jeweiligen Damage-Dealer zu gehen. Einfach weil der Druide dann den ganzen Schaden, den wir austeilen, nicht heilen kann. Bin gespannt, wie wir das anstellen wollen. Beide werden wahrscheinlich in die Unsichtbarkeit gehen. Bedeutet für mich also, ich muss erstmal bei meinem Kollegen bleiben und warten, bis der Schurke seinen ersten Move zieht. Weil anders kann ich mir nicht vorstellen, wie wir da großartig initiaten wollen. Oh, da habe ich schon was gesehen. Hallöchen. Hello there. Oh, no. Oh, no. So. Ich musste schon entrinnen ziehen. Fand ich überhaupt nicht geil. Ich werde auf jeden Fall erstmal Mantel der Schatten ziehen, damit er mich nicht stunnen kann. Er zieht sich zurück, habe ich mir schon gedacht. Kann ich ja Gott sei Dank ja auch machen. Yo, 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 yo. Aber geht das auch für ihn, wenn er das macht? Oder nur für... Nein. Ja, Tatsache, es geht auch für ihn. Ja, das war natürlich eine dumme Aktion. Eine Nebelwand zu casten, wo dein eigener Heiler dich nicht heilen kann. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Ne? Es ist... du machst es deinem jeweiligen Heiler nicht leicht. Wir haben zwar nur 400... Alter, der hat einfach fast in den gesamten Match eine Mille rausgehauen. Der Typ ist verrückt. Der Typ ist wirklich verrückt. Da freut man sich, wenn man 400k macht. Der macht einfach fast eine Mille. Boy, Alter. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Schlacht wieder. Gut, wir dürfen wieder in meine Lieblings-Meta-Arena von Dalaran gehen und uns gegen einen Druidenheiler und einen Demon Hunter stellen. Wie gesagt, es ist scheißegal, welche Form von Heiler du bist. Diese Map mag ich einfach nicht, weil dieses Rumgetänzel... Natürlich wird in jeder Map rumgetänzelt. Ne? So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ich dumm bin und das nicht weiß. Aber hier ist das meines Erachtens nach besonders extrem, dieses ganze Rumgetänzelchen. In dem Fall muss ich mal ein bisschen mithelfen. Wir haben ja gesagt, dass wir uns unser Glück an den Demon Hunter probieren werden. Das ist mit der beste Schachzug, den wir machen können, in der Hoffnung, dass das irgendwie ausreicht, um ihm gefährlich zu kommen. So, er zieht die Immunität nach, da kann ich mich ja so machen. Okay.
Okay, okay, interessant. Der Demon Hunter ist schon mal gestorben. Ich hab da den... Ich weiß gar nicht, warum geht der in die Druiden vor Miles Bär? Warum heilt er ihn nicht anständig? Okay, gut, ich hinterfrag es nicht. Sieg ist Sieg. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Schlacht wieder. Leute, da sind wir wieder und spielen ein Mirror-Match. Das heißt, genauso wie wir spielen wir gegen einen Feuermagier und einen Meuchelschurken. Keine Ausreden, wenn wir verlieren. Das heißt, möge der Bessere in dem Fall gewinnen. Wir werden unser Glück erstmal an den Magier probieren, weil ich denke mal, derjenige ist, den man halt als erstes finden kann. Den Schurken, bis wir den gefunden haben, wird es eine Weile dauern. Ich schau mal, wie sich mein Magier bewegt. Gut. Jo, ich habe ihn schon gesehen. Ich habe auf jeden Fall den Schurken schon irgendwo gesehen. Sollte auf jeden Fall meine Taste bereithalten. Nice. Okay. Es war eigentlich nicht so der Plan gewesen, dass wir auf ihn als erstes gehen, sondern er auf... Zieht sich wahrscheinlich zurück, habe ich mir schon gedacht. Ah, come on. Ich muss unbedingt Vendetta auf ihn zünden. Okay, das war wichtig, dass ich das auf ihn gezündet bekomme, weil jetzt kann er sich nicht von mir unsichtbar machen. Ich muss da dem Magier ein bisschen den Vortritt lassen, in der Hoffnung, dass er das irgendwie alleine geklärt bekommt. Und mich lieber hier auf den fokussieren, den wir hier haben, diesen Wicht. Okay, perfekt. Auf geht's. Verwandeln, glaube ich, kannst du dir sonst wohin stecken. Meinen Kollegen heile ich mal erstmal eine Runde. Krieg ein bisschen was auf die Fresse, ist auch okay. Zack. Zieh noch meinen Mantel der Schatten und entrinnen, auch wenn es mir nicht sonderlich wahnsinnig viel bringt. Sicherheitshalber kann man mal solche Sachen zünden. Nur um ganz, ganz sicher zu gehen. Okay, er zieht das. Wird wahrscheinlich meinen wegfokussen. Jo, das habe ich mir schon so gedacht. Come on, Bruder, halt durch. Ich hab ihn fast. Come on. Nein. Das sollte ganz und gar nicht passieren. Jo, habe ich ihn noch Gott sei Dank geholt. Ich wollte gerade sagen, wenn der einmal anfängt auszufahren, dann gibt es keinen Morgen für mich. Puh, knappes Ding, aber trotzdem noch geholt. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Match wieder. Ja, kaum erwähnt man, dass man diese Map überhaupt nicht leiden kann und wie sehr Heiler hier ziemliche Halligalli-Sachen machen. dürfen wir gleich direkt nochmal rangehen. Spielen gegen einen Heiler-Schaman und gegen einen Damage-Dealer-Monk. Kann interessant werden. Je nachdem, wie wir den Schaman bekommen. Wenn wir den schnell zu Fall bringen, sehe ich gute Karten, dass wir da vielleicht siegreich aus der Schlacht hervorgehen. Sollte das nicht der Fall sein, sehe ich da schlechte Chancen. Also, hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie ich das Ganze handhaben werde. Ja, super. So viel zum Thema, wie ich das Ganze handhaben werde. Da er direkt auf mich komplett voll Damage macht, werde ich auch natürlich alles zünden, was ich habe, um mich aus der ganzen Situation mal erstmal zu befreien. Wäre dumm, wenn ich jetzt komplett nicht... Oh, er wurde in CC gesetzt. Okay. Kann ich natürlich auch in CC setzen. Das ist kein Problem für mich. Ich krieg nur zwar ziemlich hart auf die Fresse, aber... Goodie! Solange wir den Heiler zu Fall bekommen... Oh, Snapple. Snap. Aber dafür haben wir ja noch unsere ganzen schönen Sachen, die wir zünden konnten. Vielleicht ziehe ich ihn noch einen Stun rein. Jo, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Debuffs sind auf ihn drauf. Das heißt, eigentlich habe ich alles, was ich noch so... Oh, er hat ihn einfach mit einem Hieb weggepullert. Krasser Dude, einfach. Das ist echt abgesprochen krank, was der Typ manchmal so an Schaden zaubert. Aber gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.